Eine Karte einer Zone, die sollten wir vielleicht mal aktivieren. Genau, die Karten, wie gesagt, am Sonntag, diesen Sonntag, ja, auf jeden Fall werde ich das machen, dass wir diesen Sonntag, uns vielleicht mal nicht treffen, aber in Eldarine dann halt auf Nature werde ich da sein. Um Fragen und so weiter zu beantworten und um eventuell Karten zu tauschen, falls ihr dann welche braucht. Also wir haben jetzt noch nicht so viele und da werden auch nicht so viele kommen. Denke ich mal. Naja. Ja, auf jeden Fall. Okay, jetzt wurde uns der Mob gestohlen, mehr oder weniger. Ja, okay. Was soll ich dazu noch sagen, liebe Freunde? Ich sag gar nichts mehr dazu. Und man sieht die Leute ja immer noch mal wieder und man hat ja dann eventuell irgendwann noch mal einen PvP-Schar oder der Magier wird dann halt ein bisschen stärker und dann führt man halt seine schwarze Liste und ja, dann haben die Leute viel Spaß. So mache ich das eigentlich immer. Wenn hier mal Stress und Fiesta ist, dann merke ich es mir und dann zeige ich denen, was sie falsch gemacht haben. Ist eigentlich keine gute Art und Lösung. Ist auch egal. Weil wir lassen uns ja nicht sagen, wie zum Beispiel, please hör auf, Fiesta zu let's playen. Was sowieso auch falsch geschrieben ist, schreibt man nicht mit N, sondern EN. Und ja, wenn ihr meint, ihr könnt es besser, dann könnt ihr es auch einfach mal zeigen. Vielleicht könnt ihr es ja besser. Dann ist doch okay, aber also die Leute, die es gefällt hier, denken mal nicht, ich denke mal nicht, dass sie sagen werden, dass ich jetzt irgendwie nicht gut bin oder keine Ahnung. Ist auch egal, ist ja halt Kritik, was man abhaben, ab können muss, vielmehr. Nicht abhaben. Hier gibt es genau wie gesagt Bugs ohne Ende. Ziemlich lustig. So, keine Angst um die Mobs, weil man sieht, hier machen wir noch recht viel Schaden auf dem Level. Ja, und eventuell habe ich auch Sachen vor wie Fiesta Specials und so weiter. Was meint ihr dazu? Wäre das was Gutes oder eher nicht so? Kleine Mini-Events und mit euch zusammen natürlich. Wenn ihr mal, wenn mehr, mal mehr Leute da sind und die das dann auch wirklich aktiv sehen. Ein paar Leute sind, spielen ja schon auf Nature, 2 oder 3 glaube ich. Von euch. Okay. Ja, hier mal wieder Runen. Zurückschlagen wir Krieger 2. So. Ich denke mal jetzt auch, dass wir langsam aufhören müssen, weil wir haben jetzt schon wieder eine Dreiviertelstunde gleich. Machen wir noch eben die Fraktionen. Und dann geht's natürlich direkt weiter. Na, dann geht's nicht weiter. Dann hören wir erstmal kurz auf. Und dann lade ich erstmal mal wieder ein paar Folgen hoch. Immer die schaffe ich heute und morgen alle hochzuladen. Noch. Oh, doofe Echse. Ja, hier haben wir gleich die Portion fertig, ist das richtig? Nein, wir haben die sogar schon fertig. Ja, dann machen wir noch kurz weiter, wie gesagt. Ich hab
keine Lust jetzt aufzuhören eigentlich. Aber die Zeit drängt halt so ein bisschen. Man hat ja nicht immer Zeit. Vor allem wenn man arbeiten gehen muss und so. Ja, heute war es ja nicht der Fall. Aber es ist ja nicht jeden Tag so. Zum Glück. So, schon fast 50%. Man sieht 47%. Nicht schlecht. Ja, die Grabräuber, die werden wir lieber in den Pulsarenkammern machen. Wo wir jetzt hinreiten werden, wenn wir es überhaupt noch schaffen. Weil hier geht gerade gar nichts. Ja. Zickzack laufen. Schon ganz lustig. So eine kleine Schweigeminute. Hier müssen wir hin. Genau. Die Pulsaren kann man. Genau, und wenn, wie schon jetzt 3 oder 4 Mal gesagt, einfach anschreiben, wenn Sachen sind, und ich helfe gerne. Fragen sind immer gerne zu beantworten. Na komm. So, ich denke mal, dass wir hier jetzt auch aufhören werden. Wir können ja wieder den Anzug erstmal wieder anziehen. Und dann geht's, wann geht's dann weiter? Morgen oder vielleicht, heute Abend nicht mehr. Es wird zu spät. Ich denke mal, dann morgen geht's weiter. Aufnehmen werde ich heute nicht mehr, aber hochladen auf jeden Fall. Ich denke mal, da werden noch 2, 3 Folgen hochgeladen heute. Also, viel Spaß bei den Videos oder bei den Let's Play-Folgen oder LP-Folgen, wie auch immer man das sagen möchte, wie ihr das sagt. Ist ja auch nicht so wild. Dann macht's gut und bis morgen oder übermorgen. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Fiesta Online mit mir, Shaggy LP. Wie man sieht, es hakt ganz schön. Im Hintergrund läuft noch eine Folge oder wird noch eine Folge gerade hochgeladen und gerendert. Vielmehr. Ja, ich hatte was vor und ich wollte das jetzt auch direkt durchziehen. Das ist jetzt der zweite Anlauf oder dritte. Ja. Auf jeden Fall wollte ich euch allen danken, alle Zuschauer, alle, die im Spiel vielleicht noch was geschrieben haben oder geguckt haben oder mich unterstützen wollten und so. Und alle, die in der Gruppe gespielt haben, mir geholfen haben und so weiter. Es war jetzt noch nicht so wirklich viel, aber ja. Ich möchte euch alle nochmal danken und ich kenne ja nicht alle Namen und nicht alle Namen aller Zuschauer. Und es hat ja wahrscheinlich nicht jeder YouTube-Account, was sehr schade ist, denke ich mal. Ja, und ich wollte einfach euch mal alle ins Let's Play vorkommen lassen und deswegen eure Namen auf YouTube quasi vorlesen. Einige von euch oder 2 von euch sind schon vorgekommen. Ja, und die anderen wollen sicherlich vielleicht auch mal, wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall. Fangen wir an damit. Jack the Ripper 1391 oder 1391. Entschuldigung. Isabel R. Jesse Joe oder Joey Schmitz. Das tut mir leid, das weiß ich nicht ganz genau, wie man das ausspricht. Ja, Zuckererbse. Nochmal danke für die Tipps und so. Und ja, es haben ja mehrere Tipps gegeben. Vielen Dank überhaupt an alle für die ganzen Tipps und ja, weiter mit den Leuten. Jason Gonzalez Soto. Wir spielen nochmal zusammen, versprochen. Haben wir ja gesagt und das machen wir auch. Aber dann musst du dich am besten bei mir melden, weil ich kann es ja nicht direkt. Ich muss mal gucken. Du hast ja deinen Namen geschrieben oder mir gesagt, wie du da heißt. Und dann werde ich mal Kontakt mit dir aufnehmen. Ich werde es auf jeden Fall noch hernach versuchen. Wenn nicht, komm einfach Sonntag 18 Uhr nach Elderine. Ich
sag die genaueren Daten noch, ich schreibe die eventuell in der Videobeschreibung. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall weiter mit Dustin Loyu. Ja, X Lollipop Baby. Ja, oder einfach nur Lollipop Baby. I just kidding you. Hoffentlich machst du das nicht mit uns, mit mir. Nein, wahrscheinlich nicht. Und Ani ohne LP. Ja. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr immer zuschaut und mich auch abonniert habt. Und ja, ich würde sagen, dann geht's weiter, weil wir haben ja nicht so viel Zeit. Ihr kennt das ja, der Zeitdruck immer. Und dann werden wir jetzt einfach mal wieder ein paar Quests machen. So. Wie gesagt, wir lesen nichts mehr so wirklich vor. In der Gilde könnt ihr, wie schon öfter gesagt, schon ziemlich oft gerne reinkommen, auch wenn da jetzt steht Let's Player und das eigentlich nur für Let's Player gedacht war, aber hier gibt es wohl nicht so viele. Vielleicht bin ich ja sogar der Einzige, mit euch zusammen natürlich. Ja, da können wir uns den Rasen und Kebing vorknüpfen, 20 Magie oder Magiebücher, ja, Magie und die Grabräuber natürlich. Wo wir dann auch wieder mehr XP bekommen, 10%, diese wiederholbare Quest. Jeden Tag geht die, geht einmal pro Tag. Ja, und wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir jetzt einen Kindern-Quest können. Aber um die Uhrzeit, wir haben es ja gerade mal 12.18 Uhr, ist noch ziemlich früh, ja. Aber ich habe gerade Zeit und deswegen denke ich, ich mal einfach, nehme jetzt mal eine Stunde auf. Bei 45 Minuten ist es echt nicht wirklich nicht lang, das sind dann, ja, keine 4 Folgen. Ja, und so sind das dann wenigstens circa 5 bis 6 Folgen, wenn wir eine Stunde aufnehmen. Und das ist ja ganz gut eigentlich. Weil eine Folge geht ja jetzt länger. Ich hatte früher noch Folgen, die 8 Minuten und so weiter gingen. Und auch sogar mal 7. Das wird jetzt in Zukunft, glaube ich, nicht mehr passieren. Ich weiß es nicht. Liegt immer darauf an, wie die Aufnahmen so werden. Ich will nichts wirklich so schneiden. Und wir sollen ihn nicht bei seiner Arbeit stören, ja. Dann störst du uns nicht bei unserer. So, wir sind immer noch gebufft. Und, oh, wir haben unsere Buffs gar nicht. Mach mal die eben mal. Gott segne dich wie immer. Ihr kennt das ja. Ja, wir müssen langsam, aber sicher mal die Mara-Piraten besuchen. Ich will das nicht wieder alleine machen. Das ist jetzt ziemlich doof. Leider ist auch keiner von euch on.